Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Shakes and Fidget. Wir machen heute dort weiter, wo wir letzte Woche nach der ja doch recht großen Pause aufgehört haben. Mein Inventar ist mittlerweile, Mein Inventar ist mittlerweile ganz okay aufgeräumt. Ich habe das Ding hier gerade in die Toilette geworfen vor der Folge und schaut mal, was draus geworden ist. Ein Intelligenzring. Und zufälligerweise hat mein Begleiter hier einen deutlich schlechteren. Ich habe sogar einen besseren Edelstein drin, nur hat der den viermal verbessert, ich den jetzt hier dreimal. Ist mir aber relativ egal, weil die Stats gehen dadurch trotzdem hoch. Wenn ich jetzt allerdings hier so ein kleines bisschen runtergucke, sehe ich, dass sein Intelligenzwert, der könnte, glaube ich, trotz allem noch höher sein. Und da ich sowieso gerade so viel Stein hier rumliegen habe, bekommt der auch direkt hier, Moment, vielleicht haben wir noch einen schwächeren. Siehst du, der hier ist sogar noch schwächer, dann bekommt der den hier rein, weil so stark unterscheiden tun die sich jetzt hier auch nicht. Also gut, nice. Und jetzt ist auch hier der Legendswert für einen Magier. Naja, ich weiß nicht, ob er optimal ist, aber glaube ich ganz okay. So, das hier können wir direkt zerlegen, denn natürlich diese ganze Item-Rumtauscherei geht natürlich ganz schön in die Edelsteine. Ich weiß gar nicht, wie sieht es gerade aktuell so aus. Ach ja, doch, 120.000 habe ich noch da, das ist schon ein bisschen was. Ich habe euch das letzte Mal hier gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die ich heute oder auch heute verschoben habe. Und die allererste ist in der Taverne. Also ich habe noch nicht wirklich viel gespielt, wie man hier sehen kann. Aber es gibt fünfmal einen Dungeon-Kampf versuchen. Das holen wir uns gleich. Lass doch einfach mal die Reihenfolge hier direkt wieder umdrehen. Es gab nämlich das letzte Mal, glaube ich, den hier, wo ich gesagt habe, dass ich da eine realistische Chance habe, oder? Sicher, dass ich das gesagt habe? Oh ja, ich glaube, da habe ich wirklich gesagt, da hätte ich eventuell eine realistische Chance. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so hart aus dem Fenster gelehnt war. Also kommt mir jetzt gerade nicht so vor, als wäre das hier realistisch, um ehrlich zu sein. Habe ich wirklich gesagt, dass ich hier eine realistische Chance habe? Oder habe ich das mit irgendwas anderem verwechselt? Wir lassen das mal mit der realistischen Chancen kurz auf der Seite, denn damit habe ich auf jeden Fall die Belohnung hier geschafft. Heute möchte ich auf den Hühnchenspieler raus, denn wer mir auf Instagram folgt, der hat das schon mitbekommen, weil dort habe ich das kurz mal angesprochen. Es gibt einen neuen Hühnchenspieler, also es gibt auch noch den alten. Der war ja so, dass man irgendwie Gold gesetzt hat, zum Beispiel 10 Millionen, was nicht wirklich viel ist, weil ich 362 Millionen habe, aber okay. Das setzt man dann und dann zeigt er irgendwie so ein bisschen die Dinger und man braucht hier auch gar nicht zugucken, weil es eh zufallsgeneriert ist. Also das ist zumindest mein Eindruck. Also keine Ahnung. Oh ja, cool. Ich hab ihn sogar besiegt. Das ist cool. Ja, und so spielt man halt gegen den. Man muss allerdings Pilze, also man kann, glaube ich, entweder bis zu 10 Pilze, genau, oder bis zu 10 Millionen setzen. Aber man setzt halt. Und jetzt gibt es diesen neuen Würfelspieler, oder beziehungsweise der kann jetzt halt ein zweites Spiel. Der hat gelernt, der war auf Volkshochschule und hat sich beibringen lassen. Hier muss man nichts würfeln. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Hier muss man nichts einsetzen, sondern stattdessen würfeln. Also man würfelt einmal. Und dann... Okay. Und dann muss man mindestens drei. Das ist ziemlich geil. Also ich könnte jetzt... Ich darf ja nochmal würfeln. Oder ich hole mir die Belohnung ab. Also man muss mindestens drei bekommen. Hier würde ich jetzt 1,2 Millionen Stein bekommen. Aber ich will mit den beiden hier nochmal würfeln. Vielleicht bekomme ich ja nochmal einen Stein raus. Das hatte ich noch nie. Ja, jetzt habt ihr schon mal den Best Case gesehen. Also man muss zwischen 3 und 5 mal dasselbe haben und bekommt dann dementsprechend von dem hier so viel. 30 Millionen. Das ist ein Drittel von dem, was ich überhaupt sammeln kann. Ja, GG an der Stelle. Aber ganz großes GG. Was kostet hier der Abbruch? 60. Könntest du schon bald leisten, du. Alter! Was ist hier los? Alles klar. Ja, Leute, jetzt habt ihr mal den... Also so kann man auch spielen. Und dann kann man halt... Also man kann nur... Das ist wie es... Wie keine Ahnung. Also man kann halt ein paar Mal am Tag spielen oder... Also ich weiß gar nicht, wo die Grenze ist. Ich glaube, 10 Mal oder sowas. Wir können es ja mal kurz zusammen ausprobieren. Das war zum Beispiel jetzt nichts. Müssen wir halt eine Stunde warten. Ich glaube, man kann es 10 Mal oder sowas dann am Ende des Tages machen. Wir gehen mal auf die hier, glaube ich, oder? Vielleicht haben wir ja Glück. Also, dass man einfach am Anfang... Boah, jetzt haben wir dafür richtig das Pech. Dass man einfach am Anfang 5 Mal dasselbe hat. Also, das hatte ich echt noch nie. Man muss halt ein bisschen klug sein, ne? Aber das ist so ein bisschen wie Kniffel. Ah ja, guck mal. Dafür kriege ich jetzt 10 davon. Siehst du?
Und so würfelt man hier durch. Wir haben jetzt, glaube ich, 4-mal gewürfelt oder 5-mal gewürfelt. Ich weiß es gerade gar nicht. Gucken wir mal, wo die Grenze ist. Die ist auf jeden Fall schnell erreicht. Guck mal hier. So, jetzt nehme ich die hier und würfel natürlich nochmal. Aktuell wären es 225.000. Ja, jetzt sind es halt 5,6 Millionen. Ne? Also bei Geld lohnt es sich nicht so, aber gerade so bei den Dingen, die man halt, ja, da würde es sich dann schon durchaus lohnen, dass sich was, also das sich bei Gold eh nicht lohnt, kann man dann auch volles Risiko gehen. So, okay, ich glaube, das waren jetzt 6-7 Mal oder sowas, was man hier am Tag würfeln kann. Und ja, also für mich hat sich das richtig hart gelohnt. Ihr seht ja, wie leer davor mein Lager war. Steintechnisch macht mir jetzt erstmal keine mehr was vor. In Verbindung mit dem Glücksrad, haltet euch mal kurz die Ohren zu. Was man ja auch nicht beliebig oft drehen kann und was ja auch wirklich einen Pilz kostet, im Gegensatz zum Hütchenspieler, wo man den nur einen Pilz zahlt, wenn man nicht warten kann, kann man da schon einiges an extra Zeug rausholen. Also ich liebe es, so kleine Features, wo man so ein kleines bisschen, okay. Also gut, dann gucken wir uns jetzt den nochmal an. Ich habe ja gesagt, ich habe 400 Millionen. Lass mal kurz die ausgeben und meine Stats ein bisschen boosten. Wobei, also so viel geboostet geht ja gar nicht, ne? Die sind auch schon alle auf meinem Level. Ja, das war's, ich habe kein Geld mehr. Und dann nochmal in den Dungeons gucken, weil ich hatte im Kopf, dass es irgendwie, ich mal so vorlaut gesagt hatte, ja, heute schaffen wir schon irgendwas. Habe ich irgendwie, weiß ich nicht. Was war denn das? Boah, 1038er ist halt auch so ein Statement, ne? Ich weiß wirklich nicht mehr, zu welchem Dungeon ich das gesagt habe, den schaffen wir heute easy. Weil die sind alle weit davon entfernt, easy geschafft zu werden. Ich weiß echt nicht, was ich da im Kopf hatte, um ehrlich zu sein. Diese ganzen Schlangen sind auch... Ah, wow! 31 Millionen war hier. Habe ich denen gesagt, dass wir den das nächste Mal schaffen? Also kommt mir jetzt zumindest nicht so vor. Habe ich was verpasst? Habe ich von irgendwie... Von welchem habe ich denn in der letzten Folge geredet? Jetzt sagt mal ehrlich. Also der hier kann es halt echt alles nicht gewesen sein. Ja gut, also nö, der war es auch nicht. Ich dachte, irgendwo latsche ich so easy durch. 60 Millionen, 52 Millionen, 44 Millionen. Also der hier bin ich auf jeden Fall am nächsten dran, ihn platt zu machen, ne? Aber halt, also das ist immer noch weit davon entfernt, aber auch nur annähernd 30 Millionen. Na, guck mal einer an, aber nö. Also keine Ahnung, wie ich das letzte Mal, 25. Also vielleicht, wenn man sehr viel hier reinstecken würde, würde man vielleicht den hier platt machen, aber... Sind wir ehrlich, das sieht bei mir jetzt gerade nicht danach aus. Natürlich gehe ich erst danach in den Zauberladen. Nee, alles gut bei mir. Ja gut, nö. Dann sind wir hier soweit fertig. Natürlich gibt es noch die Unterwelt, wo ich jetzt da... Also wo ich mittlerweile im Zirkus angekommen bin. Hier könnte ich auch echt mal ein bisschen weiterspielen. Krass, wie schwer diese Dungeons sind. Den hier packe ich nicht und den hier demnach natürlich auch nicht. Nee. Überhaupt keine Chance. Aber in dem Dungeon hier. Also da komme ich natürlich immer noch easy durch. Da kriege ich mittlerweile, also da, was man hier jetzt rausbekommt, ist halt auch, also das ist halt keine Herausforderung. Das heißt, ich bin echt irgendwo überall so zwischen nicht ganz herausgefordert und nicht ganz ausgelastet, nicht wahr? Was haben wir denn jetzt hier? Ist das irgendwas Geiles? Das ist jetzt für den Kundschafter. Wir gucken mal schnell die Items an, ob davon irgendwas Gutes. Guck mal, das ist sogar besser, als dass ich es drin habe. Nur ein bisschen schlechter als auf dem, wie sieht es denn hier aus? Gehe ich damit unter 25%? Nee, also das wäre schon mal ein Item. Alle Attributs-Item mag ich gar nicht. Das wisst ihr ja bei mir, dass ich da kein Fan von bin. Alle Attribut 469, das ist kaum besser. Das wäre es mir jetzt irgendwie nicht wert. Ja, schon eher für den Magier. Okay, das wäre was für den Magier. Das hier ist auch ein Alle-Attributs-Item. 471. Wäre halt höchstens irgendwie, nee, mag ich irgendwie auch nicht. Und was haben wir hier noch? Das ist wieder was für einen Krieger. Das ist, Hände. Aber halt All-Attribut, ne? Das ist halt, mag ich auch nicht. Okay, cool. Dann können wir diese hier zerlegen. Vorausgesetzt, ich kann heute überhaupt noch so viel zerlegen. Oh, ich kann sogar noch so viel zerlegen. Und hier können wir immerhin verwenden. Weil 469 ist dann doch ein bisschen besser als 435. Ich glaube, dafür habe ich es vorgesehen, ja genau. Und auch der Edelstein hier ist schon deutlich schlechter als das, was ich aktuell hatte. Das ist, der war nicht mal verbessert? Moment mal, das ist aber nicht das, die Regeln, die ich hier vertrete. So, jetzt ist immer noch ein bisschen, aber ist egal. Das kann aber noch ins Klo geworfen werden, genau.
Und dann haben wir hier noch eine neue Rüstung, die ja schon besser ist, ein bisschen schlechter im Nebenwert, aber ist okay. Also auch hier Attribut-Upgrades, dreimal eingesetzt. Und das Schöne ist, dass ich jetzt hier auch wieder einen besseren Edelstein reinpacken kann. Wobei, ja doch, nehmen wir mal den hier. Cool! So, damit sind meine Begleiter jetzt sogar noch ein bisschen stärker. Ich kann heute wieder irgendwas, doch, zerlegen könnte ich noch. Den hier kann ich zerlegen. Oh, da kriege ich richtig viel zurück. Oh, wie schön. Cool. Und das fliegt dann morgen in die Toilette, in die Nette. Cool. Ja, dann hätten wir es aber auf dem Account hier, glaube ich, geschafft. Krass, wie viel Stein ich heute rausgehauen habe. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, weil ich nehme jetzt hier im Folge gleich noch die nächste auf. Machen wir das auf dem anderen Account auch noch. Und da weiß ich, dass wir in den Dungeons auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter sind. Gut, meine Damen und Herren, das war eine sehr kurzweilige und schnelle Runde, Shakes & Fidget. Ich bin begeistert. Wir sehen uns in 3 Tagen wieder oder sowas. Und schauen dann mal auf dem anderen Kanal, auf dem anderen Account vorbei, was sich dort so holen lässt. Alles klar? In dem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao!